Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Easy German Kommentaren. Wie letztes Mal findet ihr ein Transkript dieses Videos unten in der Infobox. Wir fangen an mit den Kommentaren zur letzten Kommentare-Show. Susan Witt schreibt, ja Kari, toll um die Antwort gedrückt. Was ist denn dein Lieblingsbier? Ja Susan, das wollte ich letztes Mal nicht so direkt sagen, denn wir wollen ja keine Werbung machen. Aber hier ist es. Prost! Es ist Beck's. Ja, liebe Beck's Brauerei, wenn ihr das Video seht, ihr könnt uns natürlich gerne was spenden. Wir sind ja schließlich ein Bildungsprojekt. Einen Link dazu findet ihr unten hier in der Videobox. Ja, eine andere Frage kam von Gustavo. Gustavo fragt, eine Frage, wann benutzt man mal? Vielen Dank, super Arbeit. Mal, das ist tatsächlich ein sehr interessantes Wort. Ich habe das gerade mal nachgeguckt. Denn man benutzt es in ganz verschiedenen Zusammenhängen. Einmal kann man mal benutzen, um auszudrücken, dass etwas in der Vergangenheit ist. Ich war mal in Paris. Ich habe mal die New York Times gelesen vor 2 Jahren. Eine andere Bedeutung ist, wenn man sagen will, wie oft man etwas gemacht hat. Auf Englisch sagt man quasi time oder times. Ich habe dir das 20 Mal gesagt. Ich habe das schon zig Mal gemacht, sagt man, wenn man etwas ganz oft gemacht hat. Und jetzt kommt's, die nächste Bedeutung von mal ist wirklich überhaupt nicht zu übersetzen. Und ich habe dazu was sehr Interessantes gefunden bei Wikipedia. Ich lese euch das mal vor. Mal ist nämlich so ein sogenannter Modalpartikel. Modalpartikel sind eine zu den Partikeln gehörende Wortart. Sie dienen unter anderem dazu, die Einstellung eines Sprechers hinsichtlich der Satzaussage auszudrücken oder sie zu beurteilen. Sie sind ein Phänomen der gesprochenen Sprache. Das Deutsche gilt als eine an Modalpartikeln äußerst reiche Sprache, im Gegensatz zum Beispiel zum Französischen. Kommen wir zu einigen Beispielen. Modalpartikel sind unter anderem aber, auch, bloß, denn, doch, eben, eigentlich, etwa, halt, ja, mal, nur, schon, vielleicht und wohl. Diese Worte benutzt man im Deutschen. Die sind nicht unbedingt immer direkt zu übersetzen, sondern sie wollen etwas ausdrücken in dem Satz. Zum Beispiel etwas betonen oder etwas abmildern. Ich gebe euch mal 3 Beispiele für das Wort mal. Ein Beispiel. Ich bin bei einem Freund zu Gast und hätte gerne ein Bier. Also sage ich zu dem Freund, gib mir ein Bier. Aber das klingt nicht so nett. Um das etwas abzumildern und netter auszudrücken, sage ich, komm, gib mir mal ein Bier. Wenn ich aber zum Beispiel das Ganze noch intensiver sagen möchte, dann kann ich das noch durch ein weiteres Modalwort, durch einen weiteren Modalpartikel verstärken. Gib mir doch mal ein Bier. Super interessantes Thema. Ich denke, wir werden auf jeden Fall dazu nochmal eine ganze Episode demnächst machen. Danke für die Frage. So, und jetzt kommen wir zu den Antworten auf unsere Easy German 91 Verpeilen. Wir haben euch gefragt, was sind eure verpeiltesten Geschichten? Und hier sind die Top 5 von euch. Generell möchte ich euch noch etwas sagen zu der Bedeutung von Verpeilen. Viele von euch haben es nämlich verwechselt mit etwas Peinliches passiert. Aber wenn man etwas verpeilt, ist es nicht unbedingt peinlich. Mehr muss man sagen, es ist etwas, man ist nicht konzentriert. Man kann das auch vom Wort ableiten. Peilen, etwas anpeilen, ist ein Ziel vor Augen haben. Ich ziele auf etwas. Wenn ich etwas verpeile, dann geht das Ziel daneben. Also das, was ich machen will, erreiche ich nicht. Okay, und hier der 5. Platz. Ali schreibt, haha, ich habe mich einmal geärgert, weil ich mein Handy nicht finden konnte, während ich mich in einem Anruf befand. Das war wirklich Dummheit. Stimmt, Ali, das ist sozusagen der Klassiker des Verpeilens. Nitram Durcik schreibt, meine Englischlehrerin hat mich mal gefragt, das Wort Trinity zu übersetzen. Meine erste Antwort war Holy Threesome. Wahrscheinlich die peinlichste Sache, die mir je passiert ist. Es ist die Word-by-Word-Übersetzung aus meiner Muttersprache. Stimmt, das ist ziemlich peinlich und witzig. Es ist nicht ganz verpeilt, es ist mehr peinlich, weil du konntest es ja in dem Moment nicht wissen. Wir finden die Geschichte trotzdem gut, deswegen haben wir sie vorgelesen. Karen ist unsere Nummer 3. Maybe when I forgot to put on my bra. Fortunately, I walked without it not long until I realized.
Stimmt, das ist ziemlich verpeilt. Johannes Blum schreibt: Vor 2 Tagen bin ich in die Uni für die Abschlussprüfung 10 Minuten zu spät gekommen und alle haben schon angefangen. Aber kein Grund zur Panik, bin ganz entspannt in den Klassenraum gegangen, hab die Papiere bekommen und meinen Namen darauf geschrieben. Aber warte mal, das ist eine Matheprüfung. Ich hab gar keine Matheprüfung. Och, im falschen Klassenraum. Tolle Geschichte. Und unsere Nummer 1 diese Woche kommt von David Benson. David, ist Folgendes passiert. Einmal, als ich mich für das Kochen vorbereitete, warf ich 4 Eier in den Müll. Ich hatte eine Schüssel für Eigelb in der Nähe von einem Abfalleimer für die Eierschalen, aber ich war recht verpeilt, deshalb legte ich das Eigelb in den Abfalleimer und die Eierschalen in die Schüssel. Aber es kommt noch besser. 4-mal machte ich es, bevor mein Mitbewohner mich gefragt hat, was zum Teufel ich da mache. Wie peinlich. Ja, das ist peinlich und verpeilt. Das ist unsere Lieblingsgeschichte. Danke, David, dafür. Ja, das war's auch schon für diese Woche mit den Easy German Kommentaren. Danke fürs Zuschauen und am Ende nochmal einen besonderen Dank an Daniel Biggs. Daniel, du bist einer unserer Patrons, unser Unterstützer bei Patreon. Wenn ihr auch ein Patron von Easy German werden möchtet und uns besonders unterstützen möchtet, guckt euch die Seite mal an. Für alle von euch, die uns besonders unterstützen, denen geben wir auch etwas Besonderes zurück, zum Beispiel T-Shirts, Taschen oder auch die Transkripte unserer normalen Episoden. Wir freuen uns auf jede Unterstützung, denn wir können sie richtig gut gebrauchen, um die Programme für euch noch besser zu machen. Danke an alle Unterstützer und bis nächste Woche bei Easy German Kommentare.